Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ich bezeuge la ilaha illallah und ich bezeuge Muhammad al-Rasulullah salawatu rabbi wassalamu alayhi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam brachte uns bei, dass es Engel gibt, herabgesandt von Allah, die auf uns wachen, damit das Schicksal Allahs genauso passiert, wie es passiert. Und diese Engel, die über uns wachen, treffen sich zu Fajr und treffen sich zu Asr. Das heißt, es gibt Engel, die kommen zu Fajr, zum Morgengebet herunter, wachen über uns bis zum Salat al-Asr, bis zum Nachmittagsgebet. Und dann kommen die nächsten Engel, sie kommen zum Nachmittagsgebet und wachen über uns die ganze Nacht bis zum Morgengebet. Das heißt, wir haben Engel, die über uns wachen die ganze Nacht und Engel, die über uns wachen den ganzen Morgen. Und wenn diese Engel hochsteigen zu Allah subhanahu wa ta'ala, fragt Allah subhanahu wa ta'ala die Engel, die die ganze Nacht über dich wachten und die Engel, die den ganzen Tag über dich wachten, wie habt ihr meinen Diener oder meine Dienerin vorgefunden? Und beide Gruppen werden sprechen, mein Herr, als wir runterkamen, haben wir sie betend vorgefunden. Und als wir zu dir hochgestiegen sind, haben wir sie betend wieder verlassen. Sie waren in einem guten Zustand. Sie waren in einem Zustand des Gebetes. Und das, liebe Geschwister, ist das A und O eines Muslims. Es ist schamhaft. Es ist peinlich, darüber zu reden als Muslim. Betest du oder betest du nicht? Es ist wie, als würde ich dich fragen, atmest du oder atmest du nicht? Das Gebet ist der Boden des Muslims. Das Gebet ist der Weg des Muslims. Das Gebet ist der Halt des Muslims. Das Gebet ist der Trost des Muslims. Das Gebet ist die Ruhe, die wir finden auf dieser Dunya, die uns durcheinander macht, die uns ablenkt. Und das Gebet ist die Ruhe, wo wir uns zurückziehen. Viele sehen das Gebet als eine Art Schwierigkeit, eine Last. Ich möchte es, aber ich kann es nicht, weil es anstrengend ist. Weil ich dann vielleicht die Gebetswaschung machen muss, weil ich mich jetzt hinstellen muss und ich bin draußen, einkaufen, Arbeit, ich kann nicht. Das Gebet ist deine Ruhe. Das Gebet ist keine Anstrengung. Das Gebet soll eine Ruhe für dich sein von der Dunya. Du sollst dich nicht ablenken lassen von der Dunya, sondern du sollst dich ablenken lassen von dem Gebet. Allah hat dich auf dieser Dunya herabgesandt, damit du einen bestimmten Zeitalter hier lebst und dann zurückkehrst. Und das Gebet ist eine Ablenkung von dieser Ablenkung der Dunya. Das Gebet ist deine Mauer von dieser Dunya, von den Fitten, von den Sünden. Und ich habe es schon mal erwähnt und ich erwähne es nochmal. Der Grund, warum du dich so schwer und so faul fühlst zu beten, ist, weil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, zu jedem Gebet steigen die Engel herab und legen die Sünden des Dieners auf die Schultern herab. Und solange er sich verbeugt und solange er sich niederwerft, solange fallen diese Sünden von dir. Und deswegen ist es, dass du dich träge und schwer fühlst, wenn du dich zum Gebet aufstellst, weil du zu viele Sünden hast, mein Bruder oder meine Schwester. Du stellst dich hin und denkst, ich habe keine Lust. Und wenn du dann gebetet hast und Assalamu alaikum wa rahmatullah gesprochen hast und Assalamu alaikum wa rahmatullah auf der linken Seite gesprochen hast, fühlst du eine Erleichterung, du fühlst dich gut, weil Sünden von dir abgefallen sind. Und das ist die Belohnung von Allah subhanahu wa ta'ala. Durch das Gebet kriegst du Sünden los, gute Taten drauf, Rechtleitung, Hidayah, Nur, Sakina im Herzen. Lass das nicht einfach so von dir abprallen und sagen, heute bete, morgen, jetzt betest du. Ein Muslim redet nicht viel, ein Muslim macht. Eine Muslima redet nicht viel, eine Muslima macht. Was haben wir gelernt im Video zuvor? Kuntum khayran ummatin ukhrijat linnas. Ihr seid die beste Gemeinschaft, die hervorgetreten ist von allen Menschen. Warum? Weil wir machen und nicht sagen. Wir machen. Das ist der Unterschied. Möge Allah uns gut und besser machen. Assalamu alaikum wa rahmatullah.